Okay, interessant. Er ist also Clay Kaczmarek, Subjekt 16. Geil. Wo ist denn hier noch ein PC? Ach, der hier. Das wird dann auch der letzte sein, den ich erstmal hacken werde. Ich glaube, der letzte, den es überhaupt hier zu hacken gibt. Auf dieser Ebene. Ach nein, ey. So. 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 So, so. 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 Okay. Erster Versuch. First try, ey. Ich glaub's ja nicht. Okay, was ist das? Aleja. Lecha, Aleja. Ihr Licht. Okay. Was gerne durchlesen will. Was ist denn das? Bermuda-Dreieck. Was ist das? Shishen Itza. Was gerne auch durchlesen will, kann es gerne durchlesen. Aber was ist denn das? Die Osterinseln. Ja, ich muss mich mal mehr damit beschäftigen. Mit sowas. Wusst du. Was? Wusst du. Okay, sehe. Ist okay, sehe. Okay. Interessant. Haben wir hier noch einen PC irgendwo? Boah, wie viele da denn noch? Heftig. Heftig. Da könnte ich hin, aber ich. Mal gucken. Hier sind auch noch Computer. Aber ja, mal gucken. Ich guck mal eben auf die Zeit. Wartet mal eben. Wenn das nicht so viel ist, schon, weiß ich nicht. Ja, okay. Wir werden die letzten auch noch hier dann auf der Ebene hacken. Ja. Da komme ich noch nicht rein. Heißt 158 Meter. Man kann auch übertreiben. Darf ich da einen hacken? Dein PC? Ist hier richtig? Würde man erstmal sagen, in den ersten. Hier sind auch so viele PCs. Haha. Ach nein, ey. War ja klar, bei den PCs ist er so ein Mist. So. Ich habe Zeit. So, wieder first try, ey. Was ist da los? Geiler Scheiß. Says. I have now resumed the practice of dressing as a man and have put off my woman's dress. Why did you take it? Who made you take it? I took it of my own free will, with no constraint. I prefer a man's dress to a woman's. You made an oath, Jeanne. You swore to never again dress as a man. I never meant to swear that I would not resume the practice. Why have you done so? Because it is more lawful and suitable for me to return to the practice of wearing a man's dress, being always among men, than to have a woman's dress. I have resumed it because a promise made to me has not been. How is he? Our three doing well. Are we still in 18th century Hungary? No. His connection is so stable, he's jumped between a few ancestors today. We're in 15th century France now. Turns out he's related to one of Joan of Arc's executioners. Surprise. Eileen, yesterday Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him. No, no, no. Come on, Satish, not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise.
Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive. Surrogate Initiative, Test Session 32, April 2nd, 1981. Host Eileen Bock. DNA sample SB1970. Miriam, are you awake? What? Miriam, they're coming for me. Who is? The guards? I see them from my window, amassing in the courtyard. My time is up. Basil, don't say this. You don't know that. Forgive me for this, Miriam. But I must tell you something. The artifact. We have it. But only Oscar and I know its location. Don't tell me. They will release you. Your family has connections. You must take the artifact and bring it to the assassins in Paris. Please don't. I don't want to know. It's safer if I don't. Hush now. If I die, knowledge of its location dies with me. You must bring it to the assassins. Assassins? I don't understand. The spy of St. Petrus. No, I don't want to hear. Seven. Carl, I know it's you. Sorry, you just sound exhausted. Did I wake you? No, I've just been busy. It sounds like it. I'm just a little tired, that's all. No, I mean, your project sounds fascinating. Your colleague, Dr. Warren Vidic, he called me recently and he told me what you've been up to. He what? Warren? Yeah, he told us about your research, memories, ancestry, all of that. He even asked if we'd be willing to come in and... No! Jesus, no! What the hell is he doing? Eileen, it's okay. We signed some papers, non-disclosure stuff. No! He's trying to fuck me over! Damn it! Eileen, we just talked about my mother, just like you and I did. World War II. That's all. It's the artifact. The what? Carl, if he calls you again, you tell him you work through me, okay? That's it. Vidic has been a pain in my ass for years. And I don't need him getting all the glory for my 2 years of hard work. All right. So how should I go about this? I mean, the wheels are in motion. I don't know. Just go through me if he contacts you again. Please? All right. You'll do that? Of course. Yes. Thank you, Carl. I'm sorry I was short with you. I've just been exhausted. That's all. It's all right, hon. Just take care of yourself. Morning, Eileen. We're almost ready. Just a few more adjustments. Okay. I had the team do some research on this artifact we've been chasing, and it appears the Third Reich actually found something matching its description sometime in 1940. Eileen, are you all right? Sorry, yeah. I'm fine. Just a little scattered. Vidic called my ex-husband last night. He wants to put him in the Animus. To find the artifact before us? Exactly. Well, it would be faster using Vidic's Animus. And maybe that would get us back to our original work. Satish, if we let that happen, then all our money dries up. Lillian is paying for us to find the artifact, not improve our methods. Do you understand? Right, of course. I'm sorry. Let's just burn those bridges when we cross them. Are we ready? Yes, just a few more adjustments, Signorian. I made a small change to the genetic input modulator. I'm hoping that buys us a few more minutes. Even a few seconds would be nice. I'm ready. All right. Settle in. Okay. Wo bin ich gerade? Ach, hier ist noch der und dann... Gut. Interessant. Da waren mehrere Tonaufnahmen in einem. Ja. Wer sich das angehört hat, ich habe mir das angehört, war richtig interessant eigentlich.
Komm. Was ist denn jetzt los? Wieder first try, ey. Ich hab's, glaube ich, langsam raus. Verbindung erfolgreich. Okay, es ist ein paar Wochen her okay. Seit meiner letzten Aufnahme. Tut mir leid. Natürlich, ich meine, ja. Für dich sind es nur ein paar Sekunden. Viel Spaß. Ein Schritt runter in der Playlist. Jedenfalls, ich sprach von Clay, Kismarek, Subjekt 16. Also, als ich damals in Italien ins Koma fiel und im Inneren des Animus aufwachte, war es so beruhigend. Es war, als wäre ich in einem Traum erwacht, einem Nebelschleier. Einem Traum, in dem dieser ganze Müll nie passiert ist. Ich fühlte mich, als müsste ich mich auf einen weiteren Tag hinter der Theke im Bad Weather vorbereiten und darauf mich über mein Single-Dasein zu beschweren und nicht zu wissen, was ich mit mir anstellen soll. Aber als ich Clay sah, der einfach so da saß, kam es zurück. Weißt du, Stück für Stück. Und als er mir von Lucy erzählte, habe ich... Ach, fuck. Du weißt schon, es tat weh. Du weißt, daran zu denken, dass ich sie getötet hatte, ohne irgendetwas zu denken oder zu fühlen. Zumindest nicht in dem Moment. Tja, dann kam so viel zusammen. Die Erinnerungen von Ezio und Altair und die erste Zivilisation und dann... Kurz bevor er verschwand, gab mir Clay seine Erinnerung. Mir. Er zeigte mir alles, was er gesehen und durchlebt hatte. Und es war... Es war kurz, aber überwältigend. Ich bin nicht sicher, wie ich es erklären kann. Er konnte einen kurzen Blick auf Adam und Eva werfen und ihre Flucht aus der Sklaverei. Er sah den Anfang und das Ende des Krieges zwischen den Menschen und der ersten Zivilisation. Er sah Minerva und Juno und Tinia, wie sie versuchten, ihre Rechnungen anzustellen. Zumindest nannten sie es so. Sie hatten Hilfsmittel, mächtige Maschinen, die die mögliche Zukunft vorhersagen konnten. Nicht, was geschehen wird, sondern was geschehen könnte. Möglichkeiten. Und sie investierten viel Energie, um herauszufinden, wie das wahrscheinlichste Zukunftsszenario aussieht, für sie und uns. Und ich schätze, am Ende war ich ihr wahrscheinlichster Kandidat. Ein Typ namens Desmond, der am Ende des 20. Jahrhunderts unserer Zeit lebt. Aber welcher Desmond war der Richtige? Denn weißt du, mit Wahrscheinlichkeiten ist das so eine Sache. Sie verzweigen sich in so viele Äste. Welchen Ast von mir brauchten sie? War es der Desmond, der früh heiratete und einen Sohn bekam? Oder der Single Desmond in New York? Oder der Desmond, der nach San Francisco zog und Kellner wurde? Vielleicht der Desmond, der in einer Autolackiererei in Chicago arbeitete? Oder... Vielleicht war es das Ich, das nie von zu Hause weggelaufen ist. Die erste Zivilisation hatte viele Varianten zur Auswahl, aber... Am Ende fiel die Wahl auf mich. Ich bin der Desmond, dem ihre besten Berechnungen ausgespuckt haben. Ich bin der Desmond, dem sie ihre Nachrichten hinterließen. Und ich schätze, mit dieser Ehre muss ich wohl leben. So eine Ehre. Ich bin müde. Ich melde mich später wieder. Ciao. Okay, interessant. Deckt immer mehr auf. Hier hätten wir 12 von 33. Komm, lass mich irgendeinen Kern jetzt hier extrahieren. So. Viel besser. So. Okay, bisschen rumprobieren, dann werde ich irgendwann finden.
Wahrscheinlich ist das so einfach. So. Da. Da bist du. Kernzug Griff gewährt. Extraktion wird eingeleitet. Kerndurchbruch und Zugriff auf Informationen. Okay. Geil. Geil. Geil gemacht. So. Boah, die sind ja schon ganz schön weiter als ich. Ganz schön viel weiter als ich. Den hier auch, oh ja. Es macht mehr Spaß hier, so Kerne. So. So. Haben wir es doch. Jawohl. Kerndurchbruch, ein Zugriff auf Informationen. Unsere Forscher haben sich das Leben von Altair ibn La'ahad angesehen und hofften, eine Biografie zu finden, die als Beispiel für Abstergos globale Öffentlichkeitsarbeit dienen kann. Aber leider ist dieser abtrünnige Assassine nichts dergleichen. In diesem Material sehen wir einen Mann, der vergnügt einige der strengsten Tabus seiner Kultur bricht und das mit einer Arroganz, die an Größenwahn grenzt. Altair! No, this is not our way. To burn a man's body is forbidden. Viele unserer Forscher empfanden die Argumente seines Rivalen, eines Mannes, den wir als Abbas kennen, als klarer und überzeugender als alles, was sie sonst von Altair zu hören bekamen. Ich habe eine Anfrage eingereicht, die Suche nach Abbas Nachfahren zu verstärken, falls welche existieren. Es ist uns klar, dass Altairs Verfehlungen zu den Hauptgründen gehörten, warum sich sein Orden Mitte des 13. Jahrhunderts aufgelöst hat. Und wir können nur ahnen, welch unglaublicher Fortschritt es gewesen wäre, hätte sich Abbas moderate und vernünftige Philosophie durchgesetzt. Ja, ja. So kann man es, so würde man aus der anderen Sicht sehen. Altairs Sicht, ja, okay, der war wahrscheinlich, ja, eigen mal. Ich nenne ihn mal eigen. Aber er hat das Richtige getan. So. Wo ist der nächste? Ach, nur noch einer? Okay. Zwei. Lern zählen, Junge. Den hab ich. Den hab ich. Den noch nicht. So. Sogar mit solchen Punkten. Okay. Zu dem muss ich unbedingt hin. Zu dem Punkt. Zum Teleportieren wahrscheinlich. Brauche ich gar nicht. Okay. Brauche ich gar nicht. Wahrscheinlich nur zum Verwehren. Das macht wirklich Spaß. Hier, Computer zu hacken. Der Geist in der Maschine, okay. Was ist denn das? So. Madeleine. Die Lister, Hunderte. Le Ziel? Okay. Templermeisterin war die. Okay. Habe ich den jetzt gehabt, den ich suchen sollte? Ja, okay. Wo ist der? Hier, der hier? Ach, hier steht gar kein PC. 2 Meter. Ja, der hier. So. Okay. Das wird so einfach. So. Okay. So. No problem. Ich hätte bei 2 Seiten. Okay. Cool.
Phase 1 Bericht. Okay. Ich wurde beobachtet. Okay. Das kann ich hier durchlesen. Er kann sich gerne durchlesen. Have you seen this man, Desmond Miles? Was? 195, das sind ungefähr, ja, 90 Kilogramm. Oder? 25. Okay. 16 von 33, bald die Hälfte schon. Auf dem Teil ist hier nichts mehr, ne. Ich könnte hier hingehen. Wir haben jetzt Security. Die Security ausräumen. Wo ist denn der Raum? Glaube ich richtig? Okay, da irgendwo da unten. Okay. Hast du diese Typen am Eingang? Hier oder was? Tatsache. So. Okay. Das werden wir hinkriegen. Wenn wir das hier probieren. Nee, das kann nicht sein. Kann da schon mal was nicht stimmen. Gut. So. 3, 2, 3, 7. Kamerasteuerung, okay. Das ist ein Mikrofon. Live-Feed. Das ist also passiert. Cool. Man weiß ja nie, wann man es gebrauchen kann. So. Ohne Scheiß, man weiß es ja nicht. Wenn man sowas mal gebrauchen kann. Ja, aber ich würde sagen, gehen wir jetzt hier wieder zurück. So. Nee, das ist nicht unser. Hier ist unser. Und wir haben gar nicht viel. Okay. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir dann wieder zu Edward zurückkehren. Und dann gucken wir mal, was der wieder so vorhat. Also würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Haut rein und tschaußen.